Ich bin Denise Sack und komme aus Berlin. Ich spiele die Emilia Schwanitz, auch Emmy genannt. Loyal, ehrlich, verrückt. Nicht mehr großartig, nein. Das ist so mittlerweile, was sie über meine Rolle schreiben, ob ich jetzt, keine Ahnung, ob es negativ ist oder positiv, darüber mache ich mir gar keine Gedanken mehr, weil es ist meine Rolle, die Leute kennen mich nicht und was die Leute privat über mich schreiben, ja, das ist halt alles so oberflächlich, weil die Leute kennen mich nicht, die verstehen meine Einstellungen nicht, wie ich lebe und ich mache mir nichts draus. Ich finde es schön, wenn ich super Komplimente kriege, da freue ich mich mega, aber der Rest interessiert mich nicht. Emmy ist so ein Mensch, die analysiert alles, versucht Sachen zu interpretieren und ich bin eher so, ich nehme vieles hin und versuche das Beste draus zu machen, wenn es jetzt irgendwas Negatives sein sollte oder so. Und ja, ich bin viel gelassener als eine Emmy, auf jeden Fall, ja. Nicht so viel. Also man hat zwar Kontakt und sieht sich vielleicht manchmal, aber ist jetzt nicht so großartig. Ich bin waschechte Berlinerin, genau. Ich habe mein Abitur gemacht, habe nebenbei noch immer mal so gekellnert und bin dann direkt nach dem Abiball zu Berlin Tag und Nacht gekommen. Das ist immer unterschiedlich. Mal hast du auch so Tage, wo du einfach nur faulenzt oder machst Haushalt oder triffst dich mit Freunden. Es ist halt einfach genau der Wahnsinn, den andere auch machen eigentlich. Es ist unterschiedlich, ob ich viel erkannt werde. Es kommt drauf an, wo ich mich aufhalte. An manchen Tagen ist es mehr, an manchen weniger. Aber man merkt halt trotzdem, wenn man angestarrt wird und die Leute tuscheln. Und oft ist es auch so, dass die Leute, mit denen ich unterwegs bin, das merken. Und ich dann privat zum Beispiel gar nicht mehr. Aber es ist halt immer unterschiedlich. Mein erstes Tattoo war, also ist hier unter der Brust immer noch. Da steht La Famille auf Französisch. Und da ist ein kleines Herz hinter, was mittlerweile nur noch ein schwarzer Punkt ist. Genau, und das ist halt nah am Herzen, einfach weil es meine Familie ist, weil ich die Liebe über alles natürlich und deswegen dachte ich mir, das ist eine super Stelle dafür. Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren schon viel von der Welt gesehen habe, dass ich eine Familie habe, eine eigene Familie oder wenigstens jemand an meiner Seite. Ich will auf jeden Fall ein Haus bauen, das steht für mich auf jeden Fall fest. Vielleicht oder vielleicht auch nicht, wer weiß.